Digitalisierung und KI erfordern Mut sowie Experimentierfreudigkeit. Statement Dr. Matthias Peissner, Institutsdirektor und Leiter Forschungsbereich Mensch-Technik-Interaktion am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, 12. August 2019, Stuttgart. Welchen Einfluss haben die Digitalisierung und der Einsatz von KI auf die Arbeitswelt? Was mich aber ganz besonders interessiert bei den Veränderungen durch KI und Digitalisierung ist die Frage, wie wir mit Technik zusammenarbeiten. Wenn man sich die ganzen Prognosen anschaut, wie viel Prozent der Tätigkeiten substituierbar sind durch Technik, dann sieht man ja, das sind sehr unterschiedliche Prozentzahlen, die da angegeben werden, aber es ist nie 100%. Das heißt, die Arbeit wird sehr stark geprägt sein von einer sehr engen Kooperation mit der Technik. Und KI ist in der Lage, unsere Fähigkeiten zu erweitern, riesengroße Datenmengen abzusuchen, Entscheidungen vorzubereiten, uns zu assistieren. Und dadurch entstehen auch ganz viele neue Spielräume für Gestaltung, für Mitgestaltung, für Eigenverantwortung, was dazu führen kann, dass die Arbeit auch sehr viel interessanter wird, sehr viel abwechslungsreicher, sehr viel mehr Möglichkeiten auch bietet für die Selbstverwirklichung. Welche Herausforderungen sehen Sie durch den Einsatz neuer digitaler Technologien für die Arbeitswelt? Also ich denke, eine der allerwichtigsten Herausforderungen ist es zu vermeiden, dass es einen Digital Divide gibt. Die Tätigkeiten, die gut automatisierbar sind, wo wir auch Härten erleben werden auf dem Arbeitsmarkt, das sind in vielen Fällen Berufe mit einem geringeren Qualifizierungsniveau. Es gibt natürlich auch Expertenjobs, die automatisiert werden können, im Banking-Bereich zum Beispiel. Aber das Problem ist letztendlich, die Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme und auch die Gestaltungsmöglichkeiten und auch die Anforderungen zu lernen, das ist nicht unbedingt für jeden Menschen auch tatsächlich das, was er von der Arbeit erwartet. Und wer nicht bereit ist, sich auch mitzuverändern, Qualifizierungsherausforderungen auch anzunehmen, der wird es natürlich schwer haben. Welche Möglichkeiten haben kleine und mittelständische Unternehmen, sich auf die Veränderungen durch Digitalisierung und KI vorzubereiten? Ich denke, das Wichtigste ist, dass Unternehmen, gerade auch die kleineren Unternehmen, sich bereit machen, fit machen für zukünftige Veränderungen. Es gibt gerade in Deutschland sehr viele Unternehmen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, die Marktführer sind, Weltmarktführer sind und die bislang denken, einfach weiter so. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich hier aufstellt für eine Zukunft, in der Veränderungen deutlich schneller, deutlich massiver vonstatten gehen müssen. Ich denke da an so ein Schlagwort der agilen Organisation. Das bedeutet, dass Unternehmen sehr transparent sind für ihre Mitarbeiter, dass man gemeinsame Ziele hat, dass man transparent kommuniziert, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, auch motiviert sind, dass man wirklich auch die Fähigkeiten der Mitarbeiter, Veränderungen oder neue Anforderungen, neue Herausforderungen zu erkennen im Markt, dass man die einbindet, um Unternehmensentscheidungen auch schneller auf flachen Hierarchien schneller treffen zu können. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und diese Veränderungswille, diese Veränderungsbereitschaft, der bezieht sich natürlich auch auf neue Technologien, auf IT. Ich denke, da müssen Unternehmen Dinge einfach mal mutig ausprobieren, ihre eigenen bislang erfolgreichen Geschäftsmodelle vielleicht auch mal hinterfragen, auch wenn es Möglichkeiten gibt, sich ihre eigenen Services, ihre eigenen Produkte zu kannibalisieren, das auch wirklich mutig selber zu tun. Kleine KI-Projekte einfach mal zu starten, um selber damit Erfahrungen zu sammeln und nicht zu warten, bis andere 10 Unternehmen damit erfolgreich auf dem Markt waren, dann ist es oft schon zu spät. Experimentierräume.de ist ein Projekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Wie experimentieren Sie? Schreiben Sie uns und skizzieren Sie Ihr Projekt und Ihre Erfahrungen auf unserer Plattform.